Die FDP ist gegen Mindestlöhne, weil Mindestlöhne maximaler Unsinn sind. Wenn sie zu niedrig sind, wirken sie nicht. Und wenn sie zu hoch sind, gefährden sie reguläre Arbeitsplätze in der legalen Wirtschaft. Denn jeder Arbeitgeber, egal wie sozial er eingestellt ist, kann höchstens so viel Lohn bezahlen, wie ein Arbeitnehmer auch erwirtschaftet, wenn er nicht alle Arbeitsplätze des Betriebes gefährden will. Wir sind statt für Mindestlöhne für ein Mindesteinkommen. In unserem Bürgergeldkonzept sorgen wir dafür, dass der Mensch, auch wenn er wenig verdient, ein existenzsicherndes Einkommen bekommt, mit dem Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen und sei es nur kurzzeitig oder gering entlohnt, um dann durch die Möglichkeit zu bekommen, wieder selbstbestimmt sein Leben finanzieren zu können.